Die Medien in den USA überschlagen sich. Wir haben einen neuen Bullenmarkt, denn wir sind 20% und ein bisschen mehr gestiegen seit dem Tief des S&P 500 im Oktober letzten Jahres. Und da ist jetzt eine Menge Euphorie. Wir haben gesehen, dass jetzt die Kleininvestoren massiv in diesen Markt gesaugt wurden. Und vielleicht ist es ja so, dass das Beste jetzt eingepreist ist und wir das Ende einer Bärenmarkt-Rallye sehen. Wahrscheinlich werden wir das erst nächste Woche wissen, nach den Inflationsdaten Dienstag, nach der FED-Entscheidung vor allem und dann dem großen Verfall am Freitag. Das werden sehr, sehr wichtige Ereignisse werden. Wir schauen uns mal das derzeitige Setup an, das euphorisch ist ohnegleichen. Fürchte nicht diesen Bullenmarkt, so titelt Barron's, warum Aktien weiter nach oben gehen. Sven Henry guckt sich da mal den Chart des Nasdaq 100 an. Und hier sehen wir, der Kurs ist außerhalb des Bollinger Bandes und zwar ein ganzes Stück. Und das passiert ziemlich selten an den Märkten, wenn Sie da mal gucken. Das hatte nie lang Bestand. Das ist normalerweise jetzt nicht der Start der nächsten Hyper-Rallye. Das ist vielleicht diesmal alles anders. Das ist ja durchaus nicht unmöglich, aber es ist halt nicht so fürchterlich wahrscheinlich. Deswegen jetzt alle kaufen, buy now. Das ist ja die indirekte Aufforderung, die durch diese ganze Geschichte mit diesem Bullenmarkt und durch diese Prononcierung eben des vermeintlichen Bullenmarktes hier letztendlich vorangetrieben werden soll. Und siehe da, die Lemminge folgen, sie kaufen, wir haben die Stimmung, die bullische Stimmung bei Privatinvestoren ist jetzt in einer Woche so massiv gestiegen, ich hatte es kürzlich schon gezeigt, ebenso wie die Positionierung der amerikanischen Vermögensverwalter, also alle sind drin, alle sind fürchterlich bullisch und das Ganze bei einem Put-Call-Ratio, wo totale Complacency an den Märkten zu erkennen ist. Hier sehen wir das Put-Call-Ratio. Keiner hat Absicherungen. Warum brauchen wir hier auch nicht? Der VIX ganz, ganz unten. Heute allerdings mit einem Anstieg. Wir sehen, dass der Nasdaq 100 heute ein neues Jahreshoch erreicht hat, aber dann erstmal wieder zurückgeschnappt ist. Und der VIX heute sogar mit Gewinnen erstaunlicherweise. Und hier sehen wir den Fear and Greed Index mit 78 schon jetzt im Bereich Gier. Sven Henrik hier mit dem sarkastischen Kommentar, ich verkaufe nicht, bevor wir 105 erreicht haben. 100 ist ja bekanntlich das Maximum und James Choi sagt es hier aus meiner Sicht treffend. Der Markt fühlt sich unverwundbar. Er hat jetzt die ganzen Retail-Trader, die ganzen kleinen Investoren sozusagen reingesaugt. Man kauft Tech-Aktien, man kauft vor allem Tesla heute. Aber das ist so, sagt er, wenn das Retail-Money, also wenn jetzt das Geld der Privatinvestoren massiv reinkommt, dann sollten institutionelle Anleger vielleicht das Gegenteil tun. Booking your profit, reduce risk und vielleicht wird das passieren. Wir werden sehen, das FOMO ist allgegenwärtig. Es ist eine sehr powerful force, eine sehr, sehr große Kraft. Gerade für die, die jetzt die Rallye verpasst haben, die sagen sich, oh, jetzt muss ich doch rein, ich will jetzt rein und das ist vielleicht genau dann der falsche Zeitpunkt. Wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich sehen, jedenfalls, oder nächste Woche sehen, jedenfalls ist das alles andere als günstig, was da passiert. Ich hatte heute Morgen gesagt, würde man jetzt mal den Tech-Sektor weglassen aus dem S&P 500, dann wären die Märkte gar nicht so teuer, zumindest wenn jetzt keine harte Landung der Wirtschaft kommt. Aber mit dem Tech-Sektor sind sie eben teuer. Hier sehen wir die Price-Sales-Ratio. Also Marktkapitalisierung durch Umsatz im Tech-Sektor fast oder war jetzt kürzlich auf dem höchsten Stand seit 2001. Nur in der Dotcom-Blase waren wir ein bisschen höher und wir sehen das jetzt nach 8 Wochen in Folge, in dem Gelder in den Tech-Sektor geflossen ist, vor allem letzte Woche mit einem Allzeitrekord, da ist unglaublich viel reingeflossen. Jetzt ist erstmals seit 8 Wochen wieder, wie heute Daten der Bank of America zeigen, Geld abgeflossen. Und die Frage, die sich jetzt eben stellt, ja, Bullenmarkt oder Bärenmarkt-Rallye, das ist jetzt die Grundsatzfrage. Da hat hier eine Bank, nämlich die Bank of America, das Ganze mal untersucht. Nach wie vor ist das ja nicht sicher, aber sie sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Oktober war wirklich das Tief, dann war das, was 2022 passiert ist, der Abverkauf, der ja schon relativ am Anfang des Jahres 2022 begann, eine Korrektur und kein Bärenmarkt. Oder
die Bärenmarkt-Rallye ist, oder der Bärenmarkt ist eben nicht vorbei, und man hat hier verschiedene Kriterien angelegt, 1974, 82, 87, 90 und so weiter und so fort, und sagt, okay, diese Frage ist letztendlich noch nicht beantwortet. Beantwortet ist auch nicht die Frage, wie es zu dieser riesigen Lücke kommt zwischen den Tech-Aktien auf der einen Seite, die eine riesige Rallye gezaubert haben, und den zuletzt ja wieder deutlich gestiegenen Renditen. Normalerweise sind steigende Renditen für Staatsanleihen nicht das Allerbeste für Tech-Aktien. Auch da wiederhole ich mich. Ich habe nichts gegen Aktien, ganz und gar nicht, um das klarzustellen. Ich bin nur kein Fan, sie zu sehr, sehr teuren Preisen zu kaufen. Die Kunst besteht ja darin, sozusagen günstig zu kaufen und dann, wenn es teuer ist, zu verkaufen und nicht andersrum. Aber das Ganze setzt natürlich voraus, dass wir überhaupt nichts Negatives in der Wirtschaft erleben, und das sehe ich nicht, das sieht auch die Bank of America nicht so. Man spricht hier von einem leisen Credit Crunch, also einer Kreditklemme. 30 große Firmen haben in den letzten 5 Monaten Pleite angemeldet, alleine 11 in den letzten 4 Wochen. Jetzt sehen wir, dass die Unemployment Claims gestiegen sind, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir haben die Arbeitslosenquote auf 3,7 steigen sehen. Also das ist so ein bisschen eine Frage, also zumindest stellt diese These, dass wir keine Rezession sehen, in Frage. Und vor allem, was wir am Gewerbeimmobilienmarkt sehen, das ist ja so ein bisschen jetzt aus dem Fokus geraten, seit die Bankenkrise sich zu beruhigen scheint, obwohl weiter Geld ja in die Geldmarktfonds fließt. Heute Abend kriegen wir die Daten von der Fed zu den Bankeinlagen. Da ist die Fed ja sehr, wie soll ich sagen, kreativ. Da hat man ja Seasonal Adjusted und Non-Seasonal Adjustment. Also faktisch fließt Geld ab, aber durch saisonale Anpassung fließt angeblich Geld rein. Das ist in etwa so wie die Arbeitsmarktdaten in den USA. Die Non-Farm Payrolls kann man im Grunde unter Satire verbuchen. Aber hier sehen wir, dass vor allem am Gewerbeimmobiliensektor diese Banken wie PacWest etwa heute mit blutenden Händen diese Gewerbeimmobilien abdrücken zu Preisen, die wirklich totaler Discount sind, selbst nachdem die Preise ja für diese Gewerbeimmobilien gestiegen, deutlich gefallen sind. Also das zeigt, dass der Stress nach wie vor im System ist, aber dennoch erwarten, und das ist ja auch die Basis für diesen Anstieg der Kurse gewesen, erwarten die Analysten, dass sich die Earnings, dass sich die Gewinne der Unternehmen verbessern werden in eine zumindest latent abschwächende Wirtschaft hinein. Wir haben ja gesehen, der Dienstleistungssektor, der vorher der Treiber war in den letzten Monaten der US-Wirtschaft weltweit gesehen, kann man sagen, ist in Europa auch so, der hat erste Schwächezeichen jetzt gesendet, und Mohammed Al-Adian sagt, ja, die Märkte gehen davon aus, dass die Fed nächste Woche am Mittwoch die Zinsen nicht anheben wird. Aber das wird sie nur dann vielleicht nicht tun, wenn die Inflationsdaten am Dienstag dann nach unten überraschen. Heute Auftritt bei CNBC von 2 ehemaligen Fed-Mitgliedern. Und beide sagen, wir würden die Zinsen weiter anheben. Hier oben Frederick Mishkin, der sagt, das ist im Grunde so, du kriegst die Märkte nicht unter Kontrolle, wenn du jetzt nicht die Zinsen weiter anhebst. Und das kann der Fed nicht so wirklich schmecken eigentlich, dass die Aktienmärkte weiter steigen. Dadurch entsteht, Sie kennen den Sermon von mir, weitere Nachfrage, weil die Leute auf dem Papier reicher sind. Alle sagen sich, okay, dann gebe ich halt mal ein bisschen Geld aus. Und er sagt, du musst da auf die Finger klopfen, den Märkten. Ähnlich äußert sich auch der ehemalige Vizechef der Fed, Roger Ferguson. Und der sagt ja, diese Inflation, die ist sticky, die wird nicht so schnell vorbeigehen, selbst wenn wir jetzt niedrigere Inflationsraten sehen, wir kriegen dieses Problem nicht in den Griff, die Leute drohen aus dem Konsum zu kippen, und schaut nach Kanada, schaut nach Australien, da hatten die Notenbanken eine Pause gemacht und mussten dann doch wieder anheben. Das hat die Wall Street zunächst ein bisschen beeindruckt, aber dann hat man auch das wieder beiseite gewischt, weil die Märkte glauben, sie haben die Fed gewissermaßen, darf ich das so vulgär sagen, an den Eiern. Jedenfalls hatten wir ja gesehen, gestern der Grund des Anstiegs des Nasdaq war, dass eben die Erstanträge deutlich stärker gestiegen sind, weil man eben glaubt, naja, Tech-Aktien sind an einem anderen Kosmos. Wenn da eine Rezession ist, dann kaufen die Leute trotzdem teure iPhones und so weiter. Finde ich nicht so wirklich überzeugend, aber das zeigt auch, dass die Fed vielleicht unter Handlungsdruck ist, wenn sie jetzt nicht die Zinsen anhebt und die Märkte sagen, ja, naja, da ist vielleicht eine 20-25%ige Wahrscheinlichkeit, dann kriegt sie das vielleicht nicht mehr in den Griff. Liz Ann Saunders,
von Charles Schwab sagt, ja, also die Märkte müssen realisieren, dass die Fed, wenn jetzt keine Rezession kommen sollte, die Zinsen nicht senken wird. Und das ist ja auch einer der Thesen gewesen seit der Bankenkrise im März, dass die Zinsen senken, praktisch sinken würden. Aber wenn eine Rezession kommt, dann sagt sie, be careful what you wish for. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Nächste Woche extrem wichtig. Nicht nur Dienstag Inflation, Mittwoch Fed, wir haben die Erzeugerpreise noch am Mittwoch, wir haben den großen Verfall, wir haben die EZB-Sitzung und jetzt geht es los mit den Anleiheemissionen der Amerikaner. Nächste Woche. Montag alleine 123 Milliarden in Bills, dann 40 Milliarden in dreijährigen Staatsanleihen, 32 Milliarden zehnjährige und das alles an einem einzigen Tag. Das ist ein Tsunami sozusagen von Schuldenaufnahme. Insgesamt also 195 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag. Das ist heftig. Mal sehen, wie die Märkte darauf reagieren. Hier Diego Fastnacht sagt, ja, also für mich ist Liquidität ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man wissen will, wohin die Märkte gehen. Und wir hatten zwar ja das Tightening der Fed, also die Bilanzreduzierung der Fed, kurzzeitig unterbrochen durch die Bankenkrise. Aber dadurch, dass sozusagen hier die gute Janet Yellen ihr TGA praktisch abgebaut hat, also praktisch ihr Konto des Finanzministeriums praktisch dort Richtung Null gefahren hat, ist immer mehr Liquidität auch in das System gekommen. Das wird sich jetzt umkehren. Am Montag bereits kommt dieser Tsunami an Anleiheemissionen. Damit entsteht eine Liquiditätskonkurrenz und wenn wir vorhin von einer möglichen oder der Frage Rezession, ja, nein, in den USA gesprochen haben, dann gucken wir mal nach Europa. Da hatten wir nicht nur aus Deutschland katastrophale Daten in Sachen Industrieaufträge und Industrieproduktion, sondern heute Italien Industrieproduktion zum Vormonat minus 1,9 war eigentlich ein Plus erwartet worden und vor allem Niederlande, da ist es um über 12% nach unten gegangen. Das sind Vorboten einer absoluten Abschwächung des Gewerbesektors und früher oder später wird dann auch der Dienstleistungssektor davon erfasst. So war es immer, aber diesmal ist alles anders. Deutschland ist jetzt laut OECD beim Wachstum an das Ende aller Industrieländer abgerutscht, auf einer Stufe mit Putins Russland. Naja, dumm gelaufen, aber kein Wunder, wenn man natürlich Teile der Gesellschaft systematisch enteignet, indem man praktisch ihre Immobilien in ihrem Wert schmälert, weil die praktisch kaum mehr verkaufbar sind, wenn die Energieeffizienzklasse nicht stimmt. Dann ist natürlich hier Stress im System, in der Industrie ist Stress, der Immobiliensektor hat Stress und wir haben die Politik, wir werden grüner Weltmeister, auch wenn wir dabei draufgehen wirtschaftlich. Hauptsache, wir haben allen gezeigt, dass wir es ernst meinen, während die Restwelt so weitermacht und wie schwierig die Situation hier teilweise im Wirtschaftsbereich ist. Hier mal ein Erfahrungsbericht von jemand, der hier aus einer Firma berichtet, die mit vielen anderen Zulieferern zu tun hat. Und er wundert sich, dass hier man rosige Zeiten voraussagt, aber er sagt, wir haben jetzt auch die erste Pleite eines Lieferanten, aber das kam völlig überraschend, aber auf jeden Fall ist ein Trend, dass die Aufträge zurückgehen, immer höhere Rabatte gewährt werden müssen, um überhaupt noch Aufträge an Land zu ziehen. Zulieferer geben bei Ausschreibungen auf, weil sie praktisch das kostentechnisch gar nicht mehr darstellen können und Das ist praktisch hier ein totaler Einbruch, den man hier sieht, also zumindest ein scharfer Einbruch, den man hier sieht. Und das deckt sich ja mit den Zahlen aus Niederlande, aus Deutschland, aus Italien, die ich vorhin gezeigt habe. Und jetzt kommt dann noch so ein Sozialismus dazu. So in Deutschland haben wir so eine Art Ökosozialismus. Jetzt am Start, die Franzosen sind dort direkter. Jetzt sagte der Wirtschaftsminister, liebe Lebensmittelindustrie, ihr habt jetzt eure Preise zu senken. Die Folge werden wahrscheinlich leere Regale sein. Das ist die erste Artikelempfehlung, bevor ich sie ins Wochenende entlasse. Und die zweite Artikelempfehlung, die Daten aus China sind mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nach oben gefälscht, also besser dargestellt, als sie faktisch sind. Warum das so ist und wie diese Systematik funktioniert, warum es Player im System gibt, die Anreize haben, hier Fake-Daten zu liefern, das erfahren Sie in diesem großartigen Artikel, also diese beiden Artikelempfehlungen. Ich sage Servus, schönes Wochenende, Servus, ciao.